Servus Freunde, willkommen zu Tag 3 aus Winterberg. Heute ist Seeding Day. Wir sind bereit. Heute wird mal richtig einer versendet. Deswegen ziehen wir heute die Jacke von Phil an. Heute wird das Paket zugestellt, vielleicht auch nicht, wenn wir unten ankommen. Wir sehen's. Ja, eigentlich habe ich nur eine Jacke gesucht, weil ich ja erkältet bin und es heute relativ frisch ist. Aber dann senden wir heute mal einen raus, ne? Die Jungs haben Bock? Johannes auch? Nee, ich habe keinen Bock. Wieso hast du keinen Bock? Weil ich müde bin. Oh, dann schlaf mal weiter. Ja, wir machen uns jetzt ready und dann geht's jetzt schon auf die Piste. Wir gehen jetzt auf Strecke, let's go! Der hat Bock, Alter. Wie ein Profi macht er das. Ja, Freunde, Training ist vorbei. Prost! Cheers. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich gestern auf jeden Fall besser gefühlt. Heute Morgen erstmal Schock gekriegt, wie viel da freigefahren wurde. Eigentlich nicht so schlimm. Ich fühle mich oben vor dem Step-Up. Fühle ich mich okay. Steinfeld ist richtig scheiße und unten ist gut. Also. Könnte besser laufen, aber ist okay. Am meisten zu schaffen macht mir eh die Erkältung. Ich bin nach... Was habt ihr, Jungs? Die werfen sich gerade mit Schinkenwürfeln ab. Die Schweine. Ich habe mit der Erkältung ein bisschen zu schaffen, weil ich bin so schnell aus der Puste. Das macht mir, glaube ich, so das meiste macht mir die meisten Probleme hier. Egal, machst du nichts. Wir gehen jetzt gleich zu den Brub-Offs. Die sind gleich. Aber erst essen wir hier noch und dann holen wir mal bei Ditz Swiss mein Laufrad ab. Und dann ist nachher Seeding, 17.50 Uhr, relativ spät, aber das wird schon. Dann geht's. Ja, so, wir essen jetzt und dann geht's weiter im Text.
einigen Fahrer, die dabei beweisen, dass hier was geht. Die kriegen ein Bändchen ums Handgelenk. Dann machen wir 5er Heats. Und wer da nicht abliefert, der kriegt sein Band wieder abgenommen. Da kann man mal üben gehen. Es ist eine Barkontrolle oben. Also ihr müsst nicht nur vorgehen, dass ihr Haare habt, sondern ihr braucht 2 Bar Luft hinten drauf. Mindest und 2 Bar. Der Schnee ist aber hier jetzt schon. Der Rip-Off ist vorbei. War richtig cool, waren ein paar Bänger dabei. Ich muss mal schnell zu Lasse, nach Rose. Der Naki da. Was geht ab? Schaut da mal vorbei. Oh, dicke Videosave von diesem Wochenende. Ja, Lasse macht mir bei Rose das Schaltwerk. Das ist nämlich abgefallen. Beziehungsweise schalte mehr präzise. Nach dem Sturz gestern, jawohl. Ich danke Ihnen. Gerne. Er schützt. So Freunde, mein Schaltwerk funktioniert. Ich habe mich gerade mal nochmal pennen gelegt. Und jetzt geht's zum Seeding. Ich hab Bock. Ja, 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 let's go. Ich darf leider diesmal nicht filmen. Ich berichte euch, es stehen bestimmt Leute an der Strecke, die filmen. Ich hoffe, ich kriege die Clips. Dann blende ich euch die erstmal ein. Dann schauen wir mal, was wird. Let's go. Julian! Let's go, Julian! Julian, Junge, zieh! Freunde, Seeding ist vorbei. Ich bin relativ glücklich. Es geht auf jeden Fall noch einiges mehr. Ich hatte wirklich einen clean Run. Bin überall gut durchgekommen. Bin also sehr zufrieden damit. Bin Platz 42 gefahren von 85, also genau die Mitte. Ich habe gerade versucht, das mal ein bisschen einzuordnen, weil das ist ja mein erstes Elite-Rennen beim DRC. Wäre Platz 4 im Open gewesen, also schickt. Ich bin zufrieden, da geht morgen mehr. Und die Zeiten über mir, also es gibt sehr viele Plätze noch über mir, die 1 oder 2 Sekunden weg sind. Mal schauen. Ich hab Bock. Ich hoffe, ich auch. Morgen wird's ernst. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten schaltet morgen früh wieder ein. Nee, vorbei.
Ich lade es Montag hoch, dann wird es abends sein. Schalte morgen Abend 18 Uhr ein. Würde mich freuen. Ansonsten, ich gehe jetzt pennen. Schneide euch das Video noch zu Ende. Und dann wird morgen ein guter Tag. Da wird morgen ein starker Run gefahren. Ich freue mich drauf. Ich gehe jetzt pennen. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.